Unser Verstand ist ein großartiges Geschenk. Er erinnert sich lebhaft an jede Erfahrung und jede Information, die uns begegnet. Nun, dies kann in eine phänomenale Vorstellung umgewandelt werden. Aber wenn du die Kontrolle über deine Vorstellungskraft verlierst, wenn du die Unterscheidung darüber verlierst, was Vorstellung und was Realität ist, was Zukunft, was Gegenwart und was Vergangenheit ist, dann wird dein Verstand zu deinem größten Feind. Die meisten Menschen leiden nicht unter dem Leben. Sie leiden nur unter ihrer Erinnerung und ihrer Vorstellungskraft. Was vor 10 Jahren geschah, das erleiden sie immer noch. Was übermorgen passieren mag, erleiden sie schon jetzt. Jetzt geht es nicht um das Leben. Hier geht es um die mangelnde Kontrolle über zwei der fantastischsten Fähigkeiten, die Menschen haben. Ein lebhaftes Erinnerungsvermögen und eine fantastische Vorstellungskraft. Mach dir keine Sorgen um die Zukunft. Wenn du deine Gegenwart gut machst, wird sich die Zukunft auf natürliche Weise entfalten. Wir können nur mit dem arbeiten, was jetzt in unserer Reichweite liegt. Du kannst nicht mit dem arbeiten, was in deinem Kopf ist. Du kannst mit dem planen, was dir durch den Kopf geht, aber du kannst nichts dafür tun. Du kannst nur im gegenwärtigen Moment handeln. Du kannst nur das handhaben, was in diesem Moment da ist. Diejenigen von euch, die zu sehr in ihre eigenen Gedanken und Gefühle vertieft sind, die ständig in den sozialen Medien unterwegs sind oder so, sollten ihr Telefon weglegen und einen Spaziergang im Wald machen. Wenn es nicht jeden Tag möglich ist, kannst du dich zumindest an 1 oder 2 Tagen im Monat irgendwo verirren. Sei einfach allein in der Natur. Geh spazieren, sitze, beobachte. Wenn du aufmerksam genug bist, wirst du erkennen. Du wirst von jeder Kleinigkeit in der Existenz so liebenswert verzaubert sein. Denn die Art und Weise, wie eine einzige Ameise gemacht ist, ist zu viel für dich und deine Intelligenz, um genau zu begreifen, wie sie gemacht ist. Diejenigen, die ihre Augen nicht öffnen für die Schöpfung, sind zu sehr in ihre eigenen mentalen Schöpfungen verliebt, welche ihre Gedanken sind. Davon ist Gefühl der saftige Teil. Wenn dein Gedanke und dein Gefühl wichtiger werden als die Schöpfung des Schöpfers, bedeutet das, dass du zu einer Wahrnehmungstragödie geworden bist. Du hast die Natur des Lebens überhaupt nicht erkannt. Wir wissen viele Dinge. Wir können viele Dinge tun. Aber wir wissen nichts in seiner Gesamtheit. Das ist die Natur der Existenz. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf natürliche Weise darauf richtest, werden deine eigenen Gedanken und Gefühle in den Hintergrund treten. Du kannst sie dennoch genießen. Aber du weißt, wie unbedeutend sie sind. Es ist sehr wichtig, dass du, wenn du die facettenreichen Dimensionen des Lebens erfahren willst, nicht ernsthaft sein musst. Du wirst nur deshalb ernst, weil du deine eigene Existenz zu ernst genommen hast. Obwohl wir nur für eine winzige Zeitspanne in diesem Kosmos existieren. Dies ist ein riesiger Kosmos. Das Planetensystem selbst, das Sonnensystem, in dem wir existieren, ist ein Fleck. Darin ist der Planet Erde ein Mikrofleck. In diesem Mikrofleck ist der Ort, an dem du lebst, oder die Stadt, in der du lebst, ein super Mikrofleck. Darin bist du ein großer Mann oder eine große Frau geworden. Und das ist der Grund, warum du im Hinblick auf das Leben so ernst bist. Es ist eine kurze Zeitspanne, die du als Leben hast. Darin, wenn du dich selbst zu ernst nimmst, bist du ein großer Witz. Das Geheimnis des Lebens besteht darin, alles mit einem nicht ernsten Auge zu sehen, aber absolut involviert zu sein, wie beim Sport. Sei also spielbereit fürs Leben. Wenn du spielbereit fürs Leben sein willst, musst du zusehen können, dass deine Existenz für die Zeit, in der wir leben, von Bedeutung ist. Aber nicht von ewiger Bedeutung. Es sei denn, du berührst die ewige Dimension dessen, was du wirklich bist. Es ist ein so kurzes Leben. Nur wenn du das tust, was dir wirklich am Herzen liegt, wird dein Leben lohnenswert. Wenn echte Involviertheit in dein Leben kommen soll, um dich selbst absolut hingeben zu können,
musst du etwas tun, das dir wirklich, wirklich etwas bedeutet. Es ist wichtig, dass du das findest. Wenn ich sage, dass es wichtig ist, das zu finden, du musst nicht ein halbes Leben damit verbringen, danach zu suchen, was meine Leidenschaft ist. Nein, du musst dich nur auf diese Fähigkeit einlassen, alles zu deinem eigenen zu machen. Wenn alles zu dir gehört, gehört diese ganze Welt zu dir, gehört dieser Kosmos zu dir. Wenn es also ein Teil von dir ist, wenn du dich absolut involvierst und ständig danach strebst, das zu erschaffen, was dir wichtig ist, was dir wirklich am Herzen liegt, dann wird deine Existenz selbst lohnenswert sein. Nicht notwendigerweise deine Handlungen, nicht notwendigerweise, was du erreichst oder vielleicht nicht erreichst, sondern deine Existenz an sich wird wirklich lohnenswert sein. Denn einfach nur zu atmen und zu sein, ist ein Phänomen. Es gibt kein größeres Phänomen als das Leben. Wenn das nicht lohnenswert ist, was dann?